Ja, vor den Augen des neuen starken Mannes bei der Admira. Felix Magath sollte sich erst in der zweiten Hälfte ein hochwertiges, unterhaltsames Niederösterreich-Derby entwickeln. Und dennoch wollen wir Ihnen die erste Hälfte natürlich nicht gänzlich vorenthalten. Die 7. Minute, die Admira beginnt stark und hat diese Chance. Sinan Bakış, den macht er im Normalfall mit verbundenen Augen und schwerem Gepäck am Rücken. Die Admira mit den Neuzugängen Pavelic und Pink in der Startelf mit einer wirklich bemühten, starken, dynamischen Anfangsphase. Der Ball wird gut bewegt. Lackner setzt sich hier schön in Szene. Aber die Effizienz, die fehlt vorerst bei den Südstädtern. St. Pölten in der Anfangsphase eigentlich nicht existent. In der 30. Minute dann endlich mal sowas wie ein strukturierter, guter Angriff über einen der vielen Neuzugänge bei den St. Pöltenern, über den Brasilianer Alan. Aber viel mehr war nicht los in einer schwachen ersten Hälfte. Alexander Schmidt hat dann eine Idee, bringt Dominik Hofbauer für die zweite Hälfte und der hat diese Freistoßsituation vor der Brust in der 52. Schöne Flanke, da ist Pack, da ist aber nicht die Führung für St. Pölten. Abseits die Entscheidung. Ganz, ganz enge Geschichte, hätte man auch als gleiche Höhe werten können. Der Ärger der St. Pöltener sollte aber nicht lange währen, denn dann gibt es dieses unnötige Foul von Aiwu und damit eine tolle Freistoßposition für Dominik Hofbauer. Es läuft die 54. Es ist die Runde der schönen Freistoßtore. 1-0 St. Pölten, sein erstes Saisontor, ein richtig schönes. Und wieder mal ein Tor für St. Pölten nach einer Standardsituation. Die Niederösterreicher der SKN. Sie erzielen ja zwei Drittel ihrer Tore nach Standards. Apropos, die Ecke bringt wieder Gefahr. Aiwu vor der Linie kann noch klären nach dem Kopfball von Pack. Starke, starke Phase jetzt der St. Pöltener. Ganz anders als in der ersten Hälfte. Auch kreatives Spiel. Ingolic. Nächste Möglichkeit auf das 2-0. Gut pariert von Leitner, der die Admira hier im Spiel hält. Dann die 61. Wieder Standardsituation und wieder ein Tor. Und diesmal trifft Pack. Assist kommt von Hofbauer. Also dieser Wechsel hat sich wahrlich bezahlt gemacht. Tor und Torvorlage für Dominik Hofbauer. Pack wird hier nicht wirklich großartig bedrängt. Macht er stark gegen Pink. Und erzielt die vermeintliche Entscheidung. Denn daran dachten zu diesem Zeitpunkt im Stadion wohl schon viele. Aber Respekt an die Admira, die danach nochmal aufdreht. Nochmal alles gibt, große Moral beweist, Chancen herausholt und dann endlich auch mal trifft. Durch Bakış. Jetzt hat er es gemacht. Sein 11. Saisontor. Er, der die letzten 6 Admira-Tore erzielt hat. Was für eine Statistik. Und wie abhängig ist eigentlich diese Mannschaft von diesem Stürmer? Hofer mischt auch schon mit, eingewechselt und dann Bakış in perfekter Abstauber-Manier. Und plötzlich beginnen die St. Pöltener zu wackeln, zu taumeln. Bekommen überhaupt keinen Zugriff mehr, auch nicht auf Bakış, der die nächste Chance vorfindet. Und dann sind wir schon mittendrin in der Nachspielzeit. Hofer kommt zu Fall, aber da ist ja auch noch Kerschbaum und der besorgt das viel Umjubelte vor den Fans. Der Admira nämlich erzielte 2-2. Auch hochverdient zu diesem Zeitpunkt. Die Admira hat sehr viel investiert und wird dafür in der Schlussphase tatsächlich noch belohnt. 4 Tore und viel Spannung in dieser unterhaltsamen zweiten Spielhälfte. Der SKN kann daheim erneut nicht gewinnen, verspielt ein 2-0. Die Admira hat gut begonnen und gut aufgehört. Jede Menge Kampfgeist bewiesen.